6,8 Kilogramm darf ein Rad minimal wiegen, dass es von der UCI für ein Radrennen zugelassen ist auf der Straße. Ich habe meine Waage mitgenommen und werde mal die Räder der jeder Männer und jeder Frauen wiegen und auch der Profis und schaue, ob vielleicht eins dabei ist, das verboten leicht ist. Wir haben den ersten Jedermann gefunden. Wie heißt du? Dennis. Dennis, und ich stelle dir die Frage, oder darf ich dein Fahrrad wiegen? Wie viel wiegt dein Fahrrad? Gerne. Ich kann nur schätzen. Ich würde sagen, ungefähr 7,2 Kilo mit den Anbauteilen. Vielleicht nehme ich den Wahoo noch ab und dann müsste es vielleicht passen. Mit Flaschen oder ohne? Ohne. Oh, gleich auch weiterneben. 7,59. Ja, okay. Ist aber nicht schlecht. Ja. Wie heißt du erstmal? Ich bin der Flo. Ja. Der Flo. Hi. Weißt du, wie viel dein Fahrrad wiegt? Ich würde sagen 8. 8 Kilogramm? Ja. Wollen wir es wiegen? Ja, bitte. Alles klar. Waage ist auf 0. Boah, das ist schon schwer. Ah, 9. 9,1 Kilogramm? Ich denke, damit kommst du trotzdem im Feldberg hoch. Ja, ging letztes Jahr auch ganz gut. Was meinst du, wie viel wiegt dein Fahrrad? Oh, ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher ein bisschen schwerer als die anderen. Nimmst du das Mikro gerade ab? Schauen wir mal. Unter 10 auf jeden Fall. Schon schwer. 11,24. Also, ja gut, wir haben es auch mit Flaschen gewogen. Ich würde sagen, noch mal ohne Flaschen, oder? Okay. Der 10,45. Der musste viel trinken unterwegs, ja. Einfach. Ich habe das nächste Rad gefunden vom Jürgen. Jürgen, sehr leichte Laufräder. Was wiegt dein Fahrrad, weißt du es? Ich weiß es nicht genau, nee. Wollen wir es wiegen? Ja, gerne. Und dann hängen wir das mal an Haken. Ja. 6,7. Mhm. Nicht schlecht. Also, ich würde sagen, ohne die Verpflegung auf jeden Fall unter uns Zielnummer. Ja. Jonas, hi. Und Sophie. Sophie, darf ich eure Fahrräder noch wiegen? Oder wisst ihr, wie viel die wiegen? Boah, meins müsste so zwischen 7,3 und 7,4 Kilo wiegen. Ist relativ neu. Und deins? Meins ist ja keine Ahnung. Das ist hinten sehr schwer. Ich muss woanders ansetzen. 8,8? Ist okay, oder? Ja, ist okay. Dann ist das nächste Rad noch hier gewogen. Ja, das ist deutlich leichter. Boah, fünfmal so teuer. Ja. 8,06. Zufrieden oder? Könnte leichter sein. Aber. Ich habe mir das Rad von einem schüchternen Dänen geholt und er wollte es vorhin selber gewogen haben. Deswegen machen wir es jetzt nochmal auf der Kamera. 8,5 Kilogramm. Ziemlich okay für so einen Aerobomber. Ich habe hier das nächste Fahrrad von Stork. Schauen wir mal, was das wiegt. Was meinst du, was wiegt das? Ja, ungefähr 7,8 muss es sein. 7,8? Ja, aber in der Größe mit 61er Rahmen. Ich hätte es jetzt schwerer getippt, aber kannst du das Mikro gerade mal halten für mich? Ah, ich sag 8. Ja, 7,8 Kilogramm. Nicht schlecht. Vielen Dank. Ja, ist gut, sehr gut. Schickes Fahrrad. Wie viel wiegt denn das? Boah, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also es ist auf jeden Fall leichter als das alte. Leichter? Ich habe eine Waage dabei. Wollen wir es gerade wiegen? Kann man machen. Soll ich die Flasche rausnehmen? Selbstverständlich. Einfach hochheben. 8,3. Ordentlich, ordentlich. Zufrieden? Ja. Oder geht da noch was? Würde mit Sicherheit noch was gehen, aber ich denke, mit einem aero-orientierten Rennrad sind wir da schon ziemlich gut dabei. Wir haben hier das Riesenrad von Max Walscheid. Schauen wir mal, was es wiegt. Nee. Das ist brutal leicht. Das ist brutal leicht. Das ist echt brutal. Ich finde es aber echt leicht. Aber nochmal. Kann eigentlich nicht mehr sein. Zusammen hier mit dem Schweizer Klassikerspezialist, wenn es hügelig wird, Marc Hirschi. Weißt du, wie schwer dein Fahrrad ist?
nicht ungefähr, aber ich glaube so 7,2 habe ich gemeint. 7,2? Wollen wir es nachmessen? Ich habe eine Waage dabei. Ja. Das ist auf jeden Fall bisher das leichteste Fahrrad heute gewesen, würde ich fast sagen, mit Scheibenbremsen. Mich würde interessieren, was wiegt denn dein Fahrrad? Das wäre ziemlich am Gewichtslimit sein, 6,8, 6,9 Kilogramm. Ich habe eine Waage dabei, wollen wir es wiegen? Nein, lieber nicht, das ist nur Brainfuck. Okay, ein verboten leichtes Fahrrad haben wir hier bei Eschborn Frankfurt gefunden. 6,78 Kilogramm. Knapp unter der 6,8 Kilogramm Marke der UCI war das Rad mit Felgenbremsen. Also die Leute, die noch die Felgenbremse hochhalten, die werden es wahrscheinlich freuen. Aber wir hatten auch ein verdammt leichtes Scheibenbremsrad dabei vom Profi, dem Schweizer Marc Hirschi. Sein Colnago wog 6,8 Kilogramm und finde ich auch ziemlich leicht. Ich bin jetzt gespannt, wie leicht eure Fahrräder sind und ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie leicht oder wie schwer euer Fahrrad ist und lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da für das Video und ein Like oder ein Abo auf unserem Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.